Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des Newcastle United Karrieremodus, aka Project Newcastle. Wir sind am Start mit der vierten Episode und heute geht es das erste Mal in drei Spielen in einer Episode. Das heißt richtig krass, wir sind am Ende der Transferperiode und natürlich werden wir dementsprechend noch ein paar Entscheidungen treffen müssen. Unter anderem, ob wir den ersten Jugendspieler verpflichten in unser Team. Das ist nämlich zumindest der Vorschlag von euch gewesen und ich werde das auf jeden Fall heute nochmal anreißen. Wenn es euch gefallen sollte, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, würde ich mich tierisch überfreuen. Letzte Episode haben wir nur 600 Likes geschafft, davor die beiden Episoden 1000. Was heißt das? Diese Episode 2600? Nein, aber 1000 würde ich mich tierisch überfreuen. Ballert den Daumen raus, unterstützt dieses Projekt. Ich habe richtig Bock da drauf und glaubt mir, das wird richtig geil noch werden. Und auch nächstes Jahr, wenn ich dann in Newcastle bzw. in Durham bin, ihr werdet euch nicht mehr wiederfinden auf meinem Kanal. Das wird geil werden, das verspreche ich euch. Und dementsprechend als Vorschusslorbeere sozusagen heute der Like. Videobeschreibung auschecken, Link zu IGVault, 6% Rabatt, wenn du kommst, Gaming TV, eure Coins, FIFA Points, PSN und Microsoft Guthaben. Dazu selbstverständlich noch die Gelegenheit, dass ihr vorbei schon bei meinem Merchandise auch in der Videobeschreibung verlinkt oder bei Instagram, ja, Twitter und Facebook, also Social Media Links, könnt ihr gerne machen, würde ich mich drüber freuen, gar keine Frage. Und aufmerksam sein, wenn ihr am Ende der Serie dieses wunderschöne Trikot hier gewinnen wollt. Heute geht es gegen Brighton und Hove Albion, dazu gegen Derby County, simuliert und gegen die Queen's Park Rangers. Nein, nicht simuliert gegen Derby County. Gespielt. Alle drei Spiele. Und zwar nicht nur, ja, irgendwie mit ganz, ganz groben Highlights, sondern genauso wie die letzten Episoden. Das heißt, wenn viele Tore fallen, dann werden es auch lange Highlights. Mal sehen, wie lang die Episode wird. Erstmal machen wir die Sachen, die wir erledigen müssen. Und zwar habt ihr abgestimmt, dass wir den Scout nach Frankreich schicken sollen. Das ergibt ja auch Sinn. So gesehen holt Newcastle immer wieder Spieler aus Frankreich. Dementsprechend, warum nicht Jugendspieler? Passt auch ganz gut. Es gibt einige französische Jugendspieler, die in England spielen. Schicken wir ihn dahin. Ich bin gespannt, was der uns bringen wird. Die Formation, für die ihr euch entschieden habt, leider Gottes, ist das 4-1-2-1-2. Vielleicht werden wir das nach der Winterpause wechseln oder sowas, aber zunächst einmal, oder wenn es nicht funktioniert. Aber erstmal, ihr habt so abgestimmt, probieren wir es damit. Zwar gab es auch den Kommentar, zweite Liga 3-5-2, defensiv, offensiv, erste Liga 4-1-2-1-2, defensiver. Ja, aber okay, wenn die Abstimmung ist, dann werde ich mich dem natürlich beugen. Und zu guter Letzt haben wir noch den Kollegen Henry Mason. Ja, das ist ein sehr starker Jugendspieler. Ihr habt zwar geschrieben, oder der Kollege hat geschrieben, dass er 65 mindestens hat, er hat 63, aber 85 bis 94 Potenzial ist 10er, da haben wir momentan Will Henner, aber da wir auch 6 Colback und Shelby haben, stammmäßig, und Diame ja sowieso Joker für alles irgendwie ist, warum nicht Henry Mason holen? Wäre zumindest gar keine schlechte Idee. Oder doch? Ballert es mir in die Kommentare, beziehungsweise hier ist eine Infocard. Denkt ihr, dass wir dafür unseren Transfer einsetzen sollen? Wir haben ja, wir können auch mit in die Winterpause nehmen, aber wir werden heute keinen richtigen Transfer mehr wahrscheinlich machen. Denkt ihr, dass wir den mit in die Winterpause nehmen sollen? Oder denkt ihr, dass wir Henry Mason holen sollen? Ich bin gespannt. Also, ich fände die Idee mit Mason ganz geil. Ich könnte mir auch vorstellen, im Winter richtig reinzuhauen. Aber ist eure Entscheidung. Infocard ist da. Wir haben Angebot für Liam Gibson, den werden wir aus, dann unseren Linksverteidiger mit einem 60er Rating. Dazu haben wir natürlich Haidara auf der Position und Lazar, weil wir ja 4-1-2-1-2 spielen, brauchen wir Linksverteidiger, aber wir haben halt genug. Wir haben ja bereits unseren Paul Dummett verkauft, aber macht nichts. Wir trainieren erstmal, Transfer Deadline Day schenke ich mir, denke ich mal, weil da nicht viel passieren wird, einfach weil wir nichts machen werden. Und danach geht es dann gegen Brighton und Hove und ich denke mal, nach diesem Training jetzt hier, was ich euch natürlich noch zeigen werde, werden wir uns gleich im Infoscreen, diesmal vergesse ich sie auch nicht, für das Spiel gegen Brighton wiedersehen. Ergebnisse sind okay. Gut, wir sehen uns doch einmal kurz vorher wieder. Ich habe ein Angebot für Jose Perez abgelehnt und verleihe Curtis Good, und zwar am Preston North End. Unser Kader lichtet sich. Langsam aber keine Spieler mehr. Macht aber auch nichts. Wir wollen nur für Jugendspieler, auch wenn wir keine Transfers haben. Wir müssen gewinnen. So, und da sind wir vor dem Spiel gegen Brighton und Hove Albion. Der Verein wurde 1901 gegründet, ist also auch schon bereits über 110 Jahre alt. Eigentlich 115 Jahre alt, beziehungsweise am 24. Juni werden sie 116 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Ansonsten gibt es nicht viel zu sagen, denn wir haben noch nie erste Liga gespielt. Größter Erfolg neben dem Pokalfinale 1982-83, was sie im Rückspiel 4:0 gegen Man United verloren haben, war der Aufstieg in die zweite Liga 2010-2011. Seitdem etablieren sie sich aber in der zweiten Liga und wären auch letztes Jahr fast aufgestiegen, waren Dritter und sind in den Playoffs gescheitert. Sehr, sehr bitter. Dieses Jahr sind sie wieder relativ gut unterwegs, sind Tabellenzweiter. Dementsprechend haben sie dicke Chancen aufzusteigen. Mal sehen, ob sie das machen werden. Das Stadion ist das Farmer Stadium. Das hat 30.750 Plätze. Sehr, sehr schön auf jeden Fall. Kann man definitiv so machen. Des Weiteren haben sie einige coole Spieler. Und zwar unter anderem den Kollegen Shane Duffy. Haben sie verpflichtet von Blackburn Rovers vor der Saison für 5,5 Millionen Euro. Wir wissen alle, die Engländer haben viel Geld und eigentlich einen Spieler von Blackburn für das Geld zu holen. Naja, aber okay. Und Glenn Murray haben sie geholt von... Ich wage es gar nicht auszusprechen eigentlich. Von Bournemouth. Ja? Also Bournemouth hat eigentlich alle Stürmer, die sie hatten, abgegeben. Abgesehen von Callum Wilson. Und den haben sie für 3,5 Millionen geholt.
definitiv ein Ausrufezeichen. Ja, ich bin gespannt, ob das irgendwas zu bedeuten hat, dass alle irgendwie Spieler von Bournemouth geholt haben aus der zweiten Liga. Fun Fact dazu, die Jungs heißen die Schwalben. Ist auch eine Schwalbe auf dem Logo, dementsprechend ergibt das Sinn. Das heißt, heute haben wir das Vogelduell. Das ist dann Brighton & Hove, also die Schwalben, gegen Newcastle, die Elstern. Magpies heißt nämlich Elster, im Deutschen übersetzt. Ansonsten, was gibt's noch zu sagen? Eine Sache, ein ehemaliger 96er spielt bei Brighton & Hove, und zwar Sebastian Pocognoli. Ich hoffe, dass er heute nicht spielt, weil sonst darf ich mir die rechte Seite nicht nach vorne stoßen, weil ihr kennt mich. Ich mag es nicht, gegen ehemalige 96er zu spielen. Und hier bekommt ihr zur Feier des Tages nochmal eine Karte eingeblendet. Habe ich jetzt gesagt, dass ich das machen werde, wo Brighton liegt. Und zwar einfach nur im Süden. Komplett im Süden. An der Küste Englands. Nicht bei Bournemouth, ein bisschen weiter rechts, aber südlich von London. Man kann quasi gerade runterfahren und man erreicht Brighton. Ja, ich würde sagen, genug dazu. Wir gehen ins Spiel. Ich wünsche euch viel Spaß und holen uns 3 Punkte. Auf geht's. Das Duell der Vögel im St. James' Park, die Magpies, die Elstern empfingen die Schwalben aus Brighton. Brighton & Hove Albion also zu Gast im St. James' Park. MGT will an die Leistungen der Vorwochen anknüpfen und weiter an der Tabellenspitze residieren. Allerdings möchte genau das Brighton natürlich verhindern, unter anderem mit geschultem Premier League-Personal. Steve Sidwell vor der Saison gekommen von Stoke City und andere ehemalige Premier League-Spieler wie Sebastian Pocognoli verstärken den Kader von Brighton & Hove. Auf der anderen Seite Fokus vor allem auf Tony Wilhelm, dem Neuzugang von Feyenoord, der bisher sehr, sehr gut gespielt hat in der zweiten englischen Liga. Erste Chance, aber nicht durch ihn, sondern durch José Pérez. Setzt den Ball hier an den Pfosten. Das war die erste glückliche Situation für Brighton, aber Newcastle war das deutlich bessere Team und konnte das hier direkt mal mit der ersten Großchance unter Beweis stellen. Es geht weiter über Jonjo Shelvey, Balleroberung. Wieder ist Pérez im Fokus und der mit dem schönen Ball in die Spitze. Gale ist komplett allein auf weiter Flur und nutzt die Gelegenheit natürlich aus. 1:0, 23. Minute. Newcastle geht vollkommen verdient in Führung, bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht eine Gelegenheit für Brighton & Hove, und dementsprechend ist es die klare Konsequenz, dass Newcastle früher oder später in Person des Topstürmers Dwight Gale trifft. Auch er ja ehemals in der Premier League. Der Kollege hier war noch nie in der Premier League. Allerdings spielte Brighton jetzt, als wollten sie dahin. Plötzlich waren sie das bessere Team und hatten dicke Gelegenheiten. Sells mit der Riesenparade. Das muss normalerweise der Ausgleichstreffer sein. Aber der Belgier, der zuletzt ja so gewackelt hatte, verhindert hier den Ausgleichstreffer. Für Brighton die nächste Situation dann wieder ein bisschen kniffliger. Denn es ging wieder über die Blau-Weißen nach vorne. Murray mit der Flanke und Kajal am zweiten Pfosten. Der Ball nicht hinter der Linie, nicht vollständig. Dementsprechend geht's weiter. Sells kann im zweiten Versuch klären. Ganz, ganz knifflige Geschichte. Aber aus der Ecke entwickelt sich dieser Konter für Newcastle. Wieder Pérez mit dem Ball in die Spitze. Und wieder ist Gale viel zu schnell und dann viel zu trickreich. Wunderbar durchgesetzt gegen Bong. Und das ist das 2:0. 46. Minute, die Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Und Newcastle mit der Vorentscheidung. Klasse Konter, wunderbar durchgezogen. Und was Gale da mit Bong macht in der Defensive, ja, da kann auch Stockdale nur bedröppelt reinschauen. Ganz, ganz stark gemacht vom Engländer. Setzt sich gut durch und der Abschluss ist dann präzise genug, um Stockdale keine Chance zu lassen. Dementsprechend natürlich, ja, Newcastle oben auf. Dann verletzt sich aber Tony Wilhelm bei diesem Zweikampf. Die Schwere der Verletzung ist noch nicht ganz raus. Er wird wohl länger fehlen. Newcastle geschockt allerdings mit den weiteren Chancen. Dem einzigen, ja, Chancen in dieser Partie. Denn Brighton machte nicht mehr viel nach vorne. Haidara scheitert hier. Ameyobi eingewechselt. Scheitert hier in dieser Situation. Allerdings, ja, kam halt auch nichts von Brighton, deswegen waren die vergebenen Chancen nicht so schlimm. Lazar nochmal mit dem Ball in die Mitte und Gale mit dem Abschluss, das wäre der Hattrick gewesen, das wäre schön gewesen für den Engländer. Aber er zieht den Ball hier über den Kasten hinweg, sodass es beim 2:0 bleibt. Auch damit kann MGT selbstverständlich leben. Auftrag erfüllt, Brighton geschlagen, das Vogelduell gewonnen und somit bleibt man weiter an der Tabellenspitze. Mbemba und seine Defensive ohne Gegentor und die Offensive mit Pérez und Gale funktioniert momentan bei Newcastle prächtig. 3 souveräne Punkte gegen einen starken Gegner in der zweiten Liga, aber ich habe das Gefühl, dass wir irgendwie unseren nächsten Transfer nicht mehr bekommen werden. Und jetzt hat sich Wilhelm verletzt und damit haben wir ein ganz großes Problem. Gott sei Dank ist Atsu wieder fit, aber ich hoffe, Wilhelm fällt nicht lange aus. Oh, 3 Monate. Das ist nicht gut. Zumal wir so schon sehr wenige Spieler hatten und jetzt sind es noch weniger vor dem nächsten Spiel, das wir gegen Derby County bestreiten werden. Aber LaSalle stimmt mich immerhin milde. Ja, ja, vor dem Spiel gegen Derby County sind immerhin unsere Nationalspieler wieder da, aber trotzdem ist das alles nicht so optimal.
dennoch besser als nichts. Momentan ist übrigens Derby County erster, das heißt, wird ein richtig wichtiges Spiel für uns. Wir gucken uns aber zunächst einmal an, was bei denen so in der Vergangenheit ging. Letzte Saison waren sie Vierter in der Championship, das heißt, auch die haben in den Playoffs gespielt und haben es nicht geschafft, sich da durchzusetzen und in die erste Liga aufzusteigen. Macht aber nichts, haben dafür ein sehr schönes Stadion. Das Pride Park Stadium hat 33.597, sehr krumme Zahl eigentlich irgendwie, aber ist egal, Plätze und sieht eigentlich ganz cool aus, muss man sagen. Übrigens, wenn ihr wissen wollt, wo Derby ist, das erkläre ich natürlich, und zwar hier wieder eine Karte. Es liegt zwischen Nottingham und Manchester, das heißt im Norden des Zentrums von England. Nicht so nördlich wie Newcastle mal wieder, aber so ein bisschen südlich von Manchester und nördlich von London, ein bisschen links versetzt. Ihr seht es hier auf der Karte. Ist einigermaßen hübsch da, glaube ich, weil es auch südlich von diesem riesigen, riesigen Parkgebiet ist, was es in England gibt. Aber ich denke mal, das ist so ein bisschen nebensächlich. Wir kommen mal zu den Transfers. Sie haben sich zweimal beim FC Watford bedient und haben Ikechi Anya geholt, der damals gegen Manuel Neuer das Tor für Schottland geschossen, für 4,7 Millionen und für 9,4 Millionen auch von Watford. Matze Wydra ist ein Mittelstürmer aus Tschechien. Ist kein schlechter, aber auf jeden Fall eine hohe Summe. Und das natürlich dem geschuldet, dass wir in der zweiten Liga in England Geld haben. Gar keine Frage. Größte Erfolge, die sind ganz interessant. Sie waren nämlich zweimal Meister, 71, 72 und 74, 75 die Saisons jeweils. Das ist definitiv ordentlich für so einen Verein. Und ich würde sagen, damit, mit diesen Informationen, mit dem Fun Fact noch, dass dieses Spiel jetzt das, ja, Rambock bzw. Widder gegen Elster Duell wird. Ich habe keinen Fun Fact gefunden. Sorry. Ihr könnt ja nächstes Mal übrigens in die Kommentare jetzt schon schreiben, weil ich werde die drei Gegner am Ende der Episode zeigen, irgendwelche Funfacts über die Gegner, die ich dann einbauen werde. Ist ganz cool, da könnt ihr weiter partizipieren. Finde ich ganz nice. Also ballert auf jeden Fall mal lustige Fakten, die ihr zu den nächsten Gegnern findet, in die Kommentare. So, soviel zu diesen Spielern, beziehungsweise zu diesem Verein. Und ich würde sagen, wir gehen damit rein in die Partie gegen Derby County, die übrigens 1884 gegründet wurden. Ja, das habe ich vergessen zu sagen. 1884, also ein sehr, sehr alter Verein. Sehr, sehr alt. Mittlerweile fast 133 Jahre alt. Oh, ist sogar schon 133 Jahre alt. War ja am 5. Februar gegründet. So, wie auch immer, ich würde sagen, wir gehen rein, holen uns die drei Punkte gegen Tabellenführer. Vamonos. Topspiel in Derby, Newcastle United, der Absteiger und momentane Tabellenzweite zu Gast bei Derby County, dem momentanen Tabellenführer in der Championship. Zuletzt der Heimsieg gegen Brighton & Hove hat natürlich Rückenwind gegeben für die Magpies, aber Derby will heute beweisen, dass sie auch gegen den Absteiger aus der Premier League bestehen können. Zunächst einmal legt aber Newcastle los, wie die sprichwörtliche Feuerwehr. Atsu mit der Flanke und da ist Perez mit der ersten Gelegenheit. Aber starke Parade und Kiew kann dann im Endeffekt klären. Das muss normalerweise das 1:0 sein. Schöner Volley vom Spanier. Ja, allerdings kann der Ball von Carson abgewehrt werden. Auf der anderen Seite dann die erste Gelegenheit mal für Derby. Allerdings dieser Schuss noch nicht gefährlich genug für Celt. Und Newcastle untermauerte, was wir in der Anfangsphase sehen konnten. Denn sie waren das deutlich spielstärkere und offensivorientiertere Team. Gale mit dem Ball raus auf Christian Atsu. Neu in der Startelf heute. Geht in die Mitte. Schön gemacht, aber dann von John Joe Shelby der Schuss geblockt vom eigenen Mann. Allerdings war Shelby danach direkt wieder im Mittelpunkt. Legt den Ball hier nach der Ecke ab auf Gale. Gale mit dem Schussversuch. Fast das 1:0, allerdings knapp am Tor vorbei. Das ärgert den Engländer, der zuletzt doppelt getroffen hatte. In dieser Situation verzieht er knapp und somit nicht das 1:0 für Newcastle. Allerdings machten die Magpies weiter, wie sie bei dieser Chance aufgehört hatten. Schöner Schussversuch von Diame, allerdings an die Unterkante der Latte. Und dementsprechend muss Carson nicht eingreifen. Zuletzt hat es eine ähnliche Situation gegen Brighton gegeben. Dafür Brighton hier in Newcastle im Pech. Und in der zweiten Halbzeit ging das Pech weiter. Sie waren das deutlich bessere Team bisher. Abgesehen von dem Einschuss keine Chance für Derby. Und dann Dwight Gale, der erneut an Carson scheitert, der eine ganz, ganz starke Partie hier spielte und den englischen Stürmer zur Verzweiflung brachte. Weiterhin also 0:0. Und als man dachte, dass von Derby überhaupt nichts kam vom Tabellenführer, plötzlich die Gelegenheit. Flanke, Kopfball, Tor. So einfach geht das. Nugent mit dem Führungstreffer für Derby. Und da sieht Celts absolut arm aus. Da kann er nichts machen. Die Defensive komplett ohne Zuordnung. Total vernachlässigt Nugent. Dementsprechend nutzt er die Chance. Newcastle versucht zu antworten, aber Atsus Abschluss war schon fast das Gefährlichste, was es in dieser Phase der Partie gab. Wir gehen in die Schlussphase. 20 Minuten noch zu spielen. Perez, normalerweise macht er dieses Ding rein, allerdings hier nicht. Dementsprechend Carson im Glück und dann der große Auftritt von Richie. Erobert sich den Ball an der Außenlinie. Klasse Solo in die Mitte. Macht das richtig gut. Der rechte ist nicht sein starker. Und dementsprechend verzieht er hier die größte Gelegenheit von Newcastle in der 75. Minute. Letzte Gelegenheit, nochmal Dwight Gale mit einem Schussversuch, 90. Aber es sollte nicht sein und dementsprechend gewinnt
Derby County, denn auch der letzte Eckball sollte nichts einbringen. Es gibt sogar im Gegenteil nochmal den Konter und die Gelegenheit aufs 2:0. Wird es noch das 2:0? Wird es ein höheres Ergebnis? Wird es noch bitterer für Newcastle? Sie können hier Wydra, Matej Wydra, ehemals Watford, einfach nicht stoppen. Hugh in die Mitte, Balsen, den muss er machen. Macht er nicht, ist egal. Derby gewinnt gegen Newcastle, die heute einfach das Glück im Abschluss nicht hatten und die Konsequenz aus den letzten Spielen vermissen ließen. Mit 1:0 behauptet die Tabellenführung und Newcastle ist plötzlich wieder nicht mehr an der Tabellenspitze dran, sondern muss aufpassen, von den nachfolgenden Mannschaften nicht überholt zu werden. Die zweite Niederlage in diesem Karrieremodus und die zweite unnötig und die zweite, die so definitiv nicht für den Gegner verdient war. Naja, egal. Aufstehen, Dreck abklopfen und weitermachen. Und dann hoffentlich irgendwann an Derby drankommen. Zumal der nächste schwere Gegner mit den Queen's Park Rangers direkt ins Haus steht. Wir haben vorher immer noch zwei Upgrades, was sehr geil ist. Bei Lassell und bei Perez. Die Frage ist nur, können wir das nutzen gegen QPR? Wir schauen uns erstmal den Verein ein bisschen genauer an. 1882 gegründet, allerdings nicht immer so erfolgreich und vor allem mit Geld vollgestopft gewesen wie seit 2007. Das ist auch direkt der Fun Fact. Und zwar haben damals Bernie Ecclestone und Flavio Briatore den Verein gekauft. Das heißt, der Formel 1 Boss war früher mal Besitzer von den Queen's Park Rangers. Ziemlich, ziemlich lustiger Fakt, finde ich. Die spielen an Loftus Road ungefähr 19.148 Plätze. Jetzt habe ich es doch genau gesagt. Naja, wie auch immer. Und die Queen's Park Rangers spielen in London. Das heißt, das muss ich, glaube ich, nie erklären. Jeder sollte wissen, wo London liegt, Ist einfach ein Verein aus London. Genauso wie Fulham beispielsweise auch, Das muss man nicht weiter ausführen oder sowas. Erfolge, das ist bei den Queen's Park Rangers so ein bisschen schwierig. Wir kommen erstmal zu den Transfers. Und zwar waren die beiden diese Saison, die ein bisschen aufgefallen sind. Sie haben nicht mehr so viel Geld ausgegeben wie vorher. Idrissa Sully, den haben sie geholt aus der Jupiler Pro League. Und zwar von Anderlecht und dazu Pavel Scholek von Hellas Verona. Das heißt, vor allem aus anderen Ligen gekauft und nicht aus der englischen Liga, wie es normalerweise aus den englischen Ligen, wie es normalerweise die Teams in der zweiten Liga eher machen, oder aus der Premier League. Erfolge, da gibt es nur eine so eine wirkliche Sache. Und zwar waren die englischer Pokal Finalist, beziehungsweise, das kann man anführen, englischer Ligapokalsieger 66-67. Da wird das so wie Geld da reingepumpt wurde, ist das nicht sonderlich großartig. Aber was willst du machen? Letzte Saison waren sie Tabellen-12. In der Championship, nicht so stark momentan im Karrieremodus, stehen sie direkt hinter uns auf dem dritten Tabellenplatz. Das heißt, wird für uns auf jeden Fall eine schwierige Aufgabe. Wir wollen uns der stellen und ich bin gespannt, ob wir das schaffen. Übrigens, ich habe vergessen, dass wir wieder die Spieler nennen wollten, die Bekannten. Allerdings ist das auch relativ schwer rauszufinden immer. Und ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Ich kann euch aber zumindest einen sagen. Und zwar Adel Tarabt. Mittlerweile nicht mehr so bekannt. Ich glaube, er spielt für Benfica. Ich weiß gar nicht, wo er momentan ist. Er war zwischendurch bei Milan beispielsweise. Und mittlerweile wahrscheinlich bei Benfica oder irgendwo anders auf der Welt. Naja, egal. Wir gehen rein ins Spiel. Wir brauchen wieder 3 Punkte. Und zwar dringend, sonst sind die Queen's Park Rangers an uns vorbei. Und wir wollen am Derby dranbleiben. Vamonos. Nach der bitteren Niederlage gegen Derby heute die Gelegenheit für Newcastle, alles wieder gut zu machen an der Loftus Road gegen die Queen's Park Rangers. London also der neue Standort für die Magpies und ihre Aufstiegshoffnung. Natürlich wieder mit dem Sturmduo, das zuletzt die Championship verzaubert hat. White Gale und Ayose Perez zuletzt nicht getroffen, eben gegen Derby. Aber heute das wieder die Aufgabe dieser beiden Männer. Schiedsrichter heute Tony Harrington. Er sollte eine ruhige Partie verleben. Allerdings war der Spielverlauf alles andere als ruhig. Die erste Gelegenheit für QPR bereits nach knapp 10 Minuten. Korker, der Innenverteidiger, hier mit der Gelegenheit. Cels muss nicht eingreifen in seiner kurzen Ecke, aber das war eine klasse Volleyabnahme vom englischen Innenverteidiger. Normalerweise gar nicht seine Stärke, aber der ehemalige Liverpooler verzieht hier sowieso knapp. Wir gehen in die nächste Szene. Matt Ritchie, der Schotte, zuletzt eine dicke Chance war gegen Derby. Und diesmal legt er uneigennützig ab auf Gale und der kann den Ball nicht im Tor unterbringen. Newcastle mit dem altbekannten Problem aus dem Spiel gegen Derby, die Chancenverwertung. Der Engländer normalerweise sehr treffsicher, verzieht hier mit dem linken Fuß knapp am Kasten vorbei. Und somit gab es die nächste Gelegenheit für QPR beim Stand von 0:0. Revel Morrison mit einem Sieg könnten sie an Newcastle vorbeiziehen. Und Morrison nimmt sich ein Herz und macht das 1:0. Wunderschönes Tor. 34. Minute der Führungstreffer für die Londoner durch den ehemaligen englischen Nationalspieler. Eine klasse Bude. Er gilt als Enfant terrible. Aber wer so Fußball spielt, der darf auch ab und zu mal ein bisschen schwieriger Charakter sein. Wunderbares Tor. Keine Chance für Marcells. Und Revel, wie es auf dem Trikot sagt, mit seinem ersten Saisontreffer. Klasse gemacht. Da sieht in Bamba überhaupt nicht gut aus und dementsprechend Newcastle erneut im Hintertreffen, obwohl sie die besseren Gelegenheiten hatten und weiter nach vorne spielten. Wieder Ritchie, diesmal auf dem starken linken Fuß. Das ist normalerweise das 1:1, aber
aber der Schotte einfach momentan genauso wie der Rest Newcastles nicht mit dem nötigen Quäntchen Glück im Abschluss und verzieht ihr dementsprechend knapp am Winkel vorbei. 0:1 aus Sicht von Newcastle. Kein schönes Ergebnis. Wir gehen in die zweite Halbzeit und wir gehen zu Shola Ameyobi. Sammy Ameyobi. Entschuldigung. Allerdings ist das gar nicht so unwichtig, denn der mit dem Ball in die Mitte auf Gale, der legt aber auf Perez. Erste Gelegenheit für den Spanier und direkt der Ausgleichstreffer in der zweiten Halbzeit. 49. Minute und Newcastle ist plötzlich wieder da, weil die Kombination hier von Gale und Perez, wie angesprochen, einfach wunderbar funktioniert. Der freie Raum und dann der Abschluss mit rechts und keine Gelegenheit, diesen Ball zu halten. Und jetzt war Newcastle oben auf und wollte den Führungstreffer. Wieder Gale, wieder auf Perez. Den muss er machen, den macht er nicht. Dicke Chance vergeben. Wie gesagt, die Chancenverwertung ist das große Problem. Eigentlich war der erste schwieriger als hier der zweite, aber so bleibt es beim 1:1. Und so kommt QPR wieder zu Chancen. Morrison mit dem Ball in die Spitze. Scholek 1:2 aus Sicht von Newcastle. Die Loftus-Roe bebt, denn das ist natürlich das 2:1 für QPR. Was war hier los? Die dickeren Chancen, gerade im zweiten Durchgang für Newcastle. Es war nichts zu sehen von den Queen's Park Rangers und dann ganz, ganz schlecht verteidigt. Und Zelt sieht auch nicht gut aus, kommt viel zu spät aus seinem Kasten raus. Und dementsprechend der erneute Führungstreffer für QPR. Newcastle versuchte zu antworten. Murray mit der Chance eingewechselt. Im Normalfall macht er den rein, aber heute sollte einfach nicht funktionieren. Letzte Gelegenheit, Mitrovic. Gale. Und das ist bezeichnend. Der Ball direkt in die Arme von Smithies. Der lässt sich Zeit und dann war Schluss. Revel Morris mit dem Tor in der Vorlage, der Matchwinner für QPR beim Sieg an der Loftus Road über Newcastle United, die damit hinter QPR zurückfallen und einen herben Dämpfer im Kampf um die Aufstiegshoffnung erleiden müssen. QPR hingegen ist wieder oben mit dabei. Leute, darf ich wieder 3-5-2 spielen, bitte? Hier ist die Abstimmung. Ich komme mit der Formation nicht klar, das funktioniert nicht. Das hat im Spiel gegen wen war das erste? Brighton and Hove noch gut funktioniert, aber jetzt gerade war das eine ziemliche Katastrophe, zweimal hintereinander. Und das können wir uns nicht geben, weil wir sind jetzt gerade nur noch Sechster und das mit 3 Punkten Rückstand auf den zweiten Tabellenplatz und dazu mit bereits 7 Punkten Rückstand auf den ersten. Und das darf einfach nicht sein, wir haben 3 Niederlagen schon. Das ist der einzige Verein in den Top 11, der noch 3 Niederlagen hat, ist Aston Villa und das geht nicht. Das geht echt nicht. Ah, das ist so bitter. Vor allem die dritte total unnötige Niederlage. Nächste Episode geht es weiter nicht nur gegen Wolverhampton, sondern auch unter anderem gegen Aston Villa und dazu noch gegen Norwich City. Gegen Hull spielen wir auch. Ja, gut, wie machen wir das Ganze? Ich würde sagen, dann streichen wir Norwich da raus. Ja, wir spielen also gegen die Wolves, wir spielen gegen Hull im Pokal und wir spielen gegen Aston Villa. Das sind alles 3 schwere Spiele. Und die Abstimmung, ob ich 3-5-2 spielen darf, habt ihr da? Ich hoffe ja, wenn nicht, dann nicht. Ich bin gespannt. War auf jeden Fall eine ernüchternde Episode. Aber wir bleiben positiv, ja? Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, würde ich mich drüber freuen. 1000 Likes, wenn wir die schaffen, wäre das richtig, richtig nice. Nicht aufstecken, nicht aufgeben. Auch in Realität haben Newcastle Rückschläge gehabt. Und sie sind trotzdem momentan Tabellenführer. Und da werden wir auch wieder hinkommen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Das war's, passt auf euch auf, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Macht's gut, haut rein und ciao.